Surfshark Express VPN und CyberGhost. Vereint durch ihre Qualität und getrennt durch die ständige Rivalität. Sie sind gut, da gibt's keinen Zweifel. Aber wenn man sie gegeneinander antreten lässt, welches glaubst du tritt als Sieger hervor? Ich werde die Features und Funktionen dieser Dienste direkt miteinander vergleichen, erklären, was die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind und am Ende weißt du ganz genau, welches dieser VPNs genau zu deinen Bedürfnissen passt. Unser Channel hat übrigens noch weitaus mehr Content zu bieten als das. Und falls du schon mit einem dieser VPNs Erfahrungen gemacht haben solltest, dann erzähl uns gerne davon in den Kommentaren. So, Surfshark Express VPN und CyberGhost machen alle drei den Eindruck, einen guten Job leisten zu können. Daher ist es wirklich schwierig, sich für eins von ihnen zu entscheiden. Heute werde ich allerdings herausfinden, welches VPN die bessere Sicherheit und Speed hat, welches den besten Preis bietet und was du von jedem dieser Dienste erwarten kannst. Stell dich darauf ein, dass es in jeder dieser Kategorien einen Gewinner geben wird. Ich werde sicherstellen, dass du zu 100% weißt, welches VPN sich am Ende durchsetzt. Heutzutage werden VPNs hauptsächlich zu Unterhaltungszwecken eingesetzt. Aber um Serien zu streamen und Spiele zu spielen, brauchst du eine sichere, schnelle und stabile Verbindung. Die Leistung eines VPNs hängt von vielen Faktoren ab und einer davon sind die Server. Die heutigen Kandidaten sind sich in dieser Hinsicht nicht sehr ähnlich. Surfshark hat zum Beispiel über 3200 Server in 65 Ländern. ExpressVPN hat über 3000 Server in 94 Ländern. Und zu guter Letzt, CyberGhost hat über 7000 Server in 90 Ländern. Das heißt aber nicht, dass CyberGhost in dieser Hinsicht am besten ist, denn das Tunneling-Protokoll, das das VPN benutzt, ist ein weiterer Faktor. CyberGhost und Surfshark nutzen dasselbe Protokoll, WireGuard, ein sehr schnelles und effektives Protokoll. ExpressVPN bevorzugt allerdings sein eigenes Protokoll, Lightway. Das sind aber nicht die einzigen Protokolle, die es gibt. OpenVPN wird höchstwahrscheinlich als Voreinstellung eingeschaltet sein. Und das werde ich mit berücksichtigen. Hier habe ich die Ergebnisse des ExpressVPN gegen Surfshark gegen CyberGhost Geschwindigkeitstest. Das ist meine Baseline. Und das sind die VPN-Ergebnisse mit dem OpenVPN-Protokoll. Wie du sehen kannst, reduziert sich die Geschwindigkeit erheblich. Was ist aber, wenn ich WireGuard von CyberGhost und Surfshark oder Lightway von ExpressVPN nutze? Bis jetzt sieht es so aus, als ob Surfshark-VPN gegen ExpressVPN die größte Konkurrenz sein wird. Mit einer ähnlichen Serverflotte zeigen sie obendrein ähnlich gute Ergebnisse in Sachen Speed. Auf der anderen Seite hängt CyberGhost ein bisschen hinterher. Seine Speeds sind nicht sehr konstant. Surfshark kann diese Kategorie für sich entscheiden. Es ist schneller als die anderen und hat eine beträchtliche Anzahl an Servern. Lasst uns zur nächsten Kategorie in diesem ExpressVPN vs. SurfshackVPN gegen CyberGhost-Vergleich übergehen. Der beste VPN-Dienst muss auch noch die beste Sicherheit und Privatsphäre bieten. Hier kommen wir wieder zu den Tunneling-Protokollen, da diese auch dafür zuständig sind, verschlüsselte Verbindungen zwischen dir und den VPN-Servern herzustellen. Neben OpenVPN und Lightway hat ExpressVPN L2TP und IPsec und PPTP-Protokoll. Surfshark hat ShadowSocks und sie verfügen alle über ECAF2 oder IPsec. OpenVPN, ECAF2, L2TP sind alt, aber gut. Sie sind langsamer, aber sehr sichere Protokolle. ExpressVPNs PPTP ist etwas veraltet. Es hat seine Schwachstellen. Ich würde es an deiner Stelle meiden. Surfsharks ShadowSocks ist ein Stealth-Protokoll, das darauf abzielt, Firewalls von Ländern wie China zu umgehen. WireGuard und Lightway sind beides sehr moderne Protokolle. Und wir haben bereits gesehen, dass sie schneller sind als OpenVPN. Zugleich sind sie auch ausreichend sicher. Jedes dieser Protokolle unterstützt die virtuell unzerstörbare AES-256-Verschlüsselung, die diese VPNs haben. Tunneling-Protokolle sind allerdings nicht die einzige Sicherheitsquelle. Es gibt auch noch andere hilfreiche Features, wie zum Beispiel den Kill-Switch. Diese Funktion kappt deine Internetverbindung, sollte das VPN plötzlich nicht mehr verbunden sein. Jedes VPN, das versucht, das beste VPN im Jahr 2021 zu sein, sollte einen haben. Und der Wettbewerb zwischen ExpressVPN gegen Surfshark und CyberGhost kommt genau da in Fahrt. Alle haben einen zuverlässigen Killswitch mit kleinsten Unterschieden. ExpressVPN hat keinen für iOS. Währenddessen hat CyberGhost einen Killswitch auf mobilen Geräten, du kannst ihn aber in den Einstellungen nicht ausschalten. Was problematisch werden kann, solltest du keine stabile Internetverbindung haben. Das wäre die Sicherheit. Aber was ist mit der Privatsphäre? Nun, alle drei meiner heutigen Gäste haben eine vertrauenswürdige No-Logs-Policy, die sicherstellt, dass diese VPNs keine deiner Internetaktivitäten speichern. Surfshark hat mit seinen RAM-Servern überhaupt gar keine Chance, irgendetwas aufzuzeichnen.
Der Standort ist hier auch wichtig, da das beste VPN im Jahr 2021 in einem datenschutzfreundlichen Land basiert sein sollte. Surfshark befindet sich in der datenschutzfreundlichen Gerichtsbarkeit von den britischen Jungferninseln, außerhalb der Allianzen für den Informationsaustausch. ExpressVPN teilt den Standort mit Surfshark, auch wenn es Gerüchte gibt über die Beziehung zwischen ExpressVPN und China. Aber diese sind völlig unbegründet. CyberGhost befindet sich im datenschutzfreundlichen Rumänien, aber es gehört auch zu dem nicht ganz so vertrauenswürdigen Unternehmen Cape Technologies. Mit all dem im Hinterkopf werde ich diese Runde zu einem Unentschieden zwischen ExpressVPN und SurfsharkVPN erklären. Sie sind beide erstklassig in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit, aber Cyber fällt ein wenig zurück. Aber vielleicht kann es sein, dass es ja ein glorreiches Comeback feiert, wenn wir jetzt über Streaming sprechen. Du weißt bereits, dass diese VPNs die besten Speeds zum Streamen haben. Aber können sie auch Geoblockaden umgehen? Hier gilt tatsächlich das gleiche für CyberGhost, ExpressVPN und Surfshark. Netflix-Bibliotheken sind für sie eine leicht zu knackende Nuss und sie können auch auf andere Streaming-Plattformen zugreifen. Während CyberGhost über Streaming-optimierte Server verfügt, kannst du über ExpressVPN und Surfshark jeden beliebigen Server verwenden. Eine weitere wichtige Funktion für das Streaming ist SmartDNS. Mit SmartDNS kannst du Inhalte auf Geräten freischalten, die keine VPN-Apps haben, wie zum Beispiel nicht Android-Smart-TVs oder Spielekonsolen. Während ExpressVPN und CyberGhost SmartDNS haben, das sowohl mit Fernsehern als auch mit Konsolen funktioniert, funktioniert das SmartDNS von Surfshark überhaupt nicht mit Konsolen. Du kannst aber trotzdem eine VPN-Verbindung über deinen Router aufbauen. Du kannst CyberGhost, Surfshark und ExpressVPN auch auf dem Fire Stick und Android Smart TV mit Apps verwenden. Diese Runde scheint ein komplettes Unentschieden zu sein. Streaming ist heutzutage sicher eine große Stärke für alle guten VPNs. Aber wie sieht's aus mit Torrenting? Alle VPNs erlauben P2P-Verbindungen auf allen Servern, wobei CyberGhost mit P2P-optimierten Servern noch eins draufsetzt. Leider kann die Geschwindigkeit von CyberGhost manchmal ein bisschen zu langsam sein fürs Torrenting. Aus diesem Grund belasse ich es als unentschieden zwischen ExpressVPN und Surfshark. CyberGhost muss sich langsam ranhalten, was es aber in dieser nächsten Kategorie tun wird, in der ich über Apps und Benutzerfreundlichkeit sprechen werde. Wenn es um das Design von Apps geht, ist es meiner Meinung nach ziemlich schwer, objektiv zu bleiben. Alle drei Desktop-Apps sehen klar und übersichtlich aus. Da sie alle ihre Funktionen hauptsächlich auf Windows laufen haben, sind sie definitiv unter den besten VPNs für PCs. Ich finde sie wirklich sehr intuitiv zu navigieren und zu bedienen. Und auch komplexe Funktionen und Einstellungen sind meist in einfachen Worten erklärt. Das gilt besonders für Surfshark, welches ich am angenehmsten finde, es sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handy zu benutzen. Surfshark, CyberGhost und ExpressVPN sind für alle wichtigen Plattformen zum Download verfügbar, auch für Android TV und Fire TV. Außerdem gibt es Browser-Erweiterungen. Und das war's schon mit den Ähnlichkeiten. CyberGhost hat die volle Funktionalität nur auf Windows. Den macOS-Versionen fehlen bestimmte Funktionen und sowohl Android- als auch iOS-Apps haben keine Möglichkeit, den Killswitch auszuschalten. Gleichzeitig fand ich die CyberGhost-App aber sehr angenehm zu bedienen. Wichtige Merkmale sind immer gekennzeichnet. Und insgesamt ist es ein Vergnügen, damit zu arbeiten. Okay, ExpressVPN mit seinem minimalistischen Design lässt deine Augen nicht so sehr herumirren und alle wesentlichen Merkmale werden deutlich dargestellt. ExpressVPN hat die gleichen Funktionen und Fähigkeiten auf jeder Plattform außer iOS. Diese App hat immer noch keinen Killswitch. Im Gegensatz zu Surfshark, das einen Killswitch auf jeder Plattform bietet, aber auch das volle VPN-Potenzial über eine unbegrenzte Anzahl von Geräten ausschöpft, mit denen du dich mit einem einzigen Konto verbinden kannst. Die Browser-Erweiterungen von Surfshark wurden unabhängig auf Sicherheit geprüft und ebenfalls für gut befunden. Sie sind sowohl als Desktop als auch als mobile App leicht und schnell zu handhaben. Doch das ist nicht der Hauptgrund, warum ich hier Surfshark den Vorzug gebe. Es ist sehr einfach zu bedienen. Es hat viele zusätzliche Funktionen für die meisten Apps. Außerdem bietet es unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen. Lasst uns nun kurz über die Online-Zensur sprechen, ganz besonders in China. VPNs sind in China sehr gefragt, aber nicht jedes VPN kann es mit einer chinesischen Firewall aufnehmen. Surfshark hat die No-Borders-Funktion und Shadow-Socks. Damit ist es erfolgreich. ExpressVPN hat nichts von dieser Art und garantiert nicht, dass es überhaupt in China funktioniert. Dasselbe gilt für CyberGhost, das auch jegliches mag, das dabei hilft, eine gründliche Inspektion zu umgehen. Wenn du in China enden solltest, empfehle ich dir, Surfshark mitzunehmen. Der letzte Punkt, den ich noch nicht besprochen habe, ist die Preisgestaltung. Surfshark und ExpressVPN haben eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie und bei CyberGhost sind es 45 Tage, aber nur wenn man länger als einen Monat wählt. Lasst uns jetzt über ExpressVPN sprechen. Der Preis für diesen Anbieter war schon immer hoch. Der enttäuschendste Teil ist, dass der Preis auch mit einem längeren Abo nicht so stark sinkt. Im Kampf gegen ExpressVPN und CyberGhost starten beide VPNs mit fast dem gleichen Preis.
Mit einem längeren Abo fällt der Preis auf unter 3 Dollar pro Monat für CyberGhost. Außerdem hat es eine 24-stündige kostenlose Testversion für Desktops und eine 7-tägige Testversion für mobile Apps. Okay, wenn du eine dieser Surfshark VPN Reviews schon gesehen hast, kennst du wahrscheinlich den nächsten Satz. Surfshark ist das beste günstige VPN, ohne Zweifel. Sicher, es startet mit dem gleichen Preis wie CyberGhost und es ist langfristig nur geringfügig günstiger. Aber es gibt auch einen unbegrenzten Anschlussvertrag Plus mit einem 7-Tagen kostenlosen Test für mobile Geräte. Aber solange es sich um bloße Preise handelt, ist Surfshark an der Spitze der Liste und teilt sich diesen Platz mit CyberGhost, da sie beide billiger sind und kostenlose Testversionen haben. Surfshark gewinnt den gesamten Wettbewerb. Natürlich ist es nicht ohne Makel, aber es ist billiger und schneller als die Konkurrenten. Das heißt, CyberGhost ist auch eine günstige Option mit guter Sicherheit, auch wenn seine Apps und Geschwindigkeiten etwas schlechter sind. ExpressVPN ist rundum zuverlässig, aber der Preis hält diesen Anbieter von Geldsparern fern. Wobei es auch bei ExpressVPN möglich ist zu sparen, wenn du einen unserer Links in der Beschreibung unten verwendest. Es gibt Rabatte, die du wirklich nicht verpassen möchtest. Wenn du diese VPNs bereits benutzt, dann teile doch deine Meinung in den Kommentaren. Gehst du mit meiner Meinung konform oder habe ich mich geirrt? Vergiss außerdem nicht, uns zu abonnieren und das Video zu liken. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen.